Hallo liebe Moviepiloten und herzlich willkommen zu einem weiteren Ranking-Video. Das DCEU ist nun offiziell Geschichte. Das heißt, nach Ewigkeiten kann ich jetzt wirklich mal ein Franchise ranken, das abgeschlossen ist. Ich muss nicht warten, wird es noch Teile geben oder nicht. Nein, das war's jetzt. Ich habe ja mein Aquaman 2 Review veröffentlicht. Das DCEU endete nicht mit einem Knall, sondern mit einem Furz. Ganz egal, das ist ein echt zerstückeltes, seltsames Franchise gewesen, ein sehr seltsames Projekt. Wir hatten gute Filme, wir hatten schlechte Filme, wir hatten unfassbar gute Filme, wir hatten unfassbar schlechte Filme und ich habe sie jetzt alle gerankt. Es gibt, ich war schockiert, dass es dann doch so viele gibt. Es gibt 16 DCEU-Filme. Ich glaube, das spricht nicht für dieses Franchise, dass ich dachte, es wären weniger. Ich hatte so viele davon vergessen. Meine Güte. Aber erstmal ein Shoutout an André. André, das ist das erste gemeinsame Video im neuen Jahr. Da ist er wieder. Hardy, mit dem hatte ich schon das erste gemeinsame. Deswegen auch dir wünschen wir uns allen frohes neues Jahr. Wünsche ich auch dir. Frohes neues! Super. So. Ich glaube, ihr kennt das alte Spiel. Ja, hier wird es zu Spoilern kommen, was das gesamte DCU angeht. Bitte seid euch dessen bewusst. Und alles, was jetzt folgt, ist nur meine Meinung. Falls euer Ranking anders ausschaut, gar kein Problem. Das ist nur meine Meinung. Schreibt mir in die Kommentare, wie ihr all diese 16 Filme ranken würdet. Und wir können alle, wirklich alle Freunde bleiben. So, damit wurden jetzt wirklich alle Disclaimer disclaimed. Legen wir los! Puff. Gorgeous and fierce and strong and I know we went to war with the Amazons, but that was before my time. Hey, you know what? I don't want to die. Okay, wir fangen an mit Platz 16 und je länger ich drüber nachdenke, der originale Justice League Film, der es in die Kinos geschafft hat, von Joss Whedon, ist einfach Mist. Es ist eine absolute Katastrophe und ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Ich glaube, das ist einer der hässlichsten Filme, die ich je gesehen habe. Noch nie war der Greenscreen so offensichtlich wie in diesem Film. Noch nie waren Reshoots in einem Film, weil ich meine, das war ja ursprünglich ein Zack Snyder-Projekt. Noch nie sind die Reshoots einem so krass ins Auge gesprungen. Ich meine, Ben Affleck sieht so unterschiedlich aus, wenn man überlegt, da gibt es Szenen, die er noch mit Zack Snyder gedreht hat und dann gibt es Szenen, die er mit Joss Whedon gedreht hat. Es sieht komplett anders aus. Komplett anders. Und das sind diese kleinen Kontinuitäts-Issues. Okay, und ja, wir müssen über Henry Cavills Gesicht sprechen. Diese ganze Nummer mit dem Bart weg CGI. Boah, sieht das scheiße aus. Es ist lustig, es ist Meme-Material. Ich bin dankbar dafür, dass es das gibt, weil wir so krass darüber lachen können. Macht es den Film gut? Nein. Und es war auch der Versuch, das DCEU, das, man kann über es sagen, was man will, aber es hatte eine sehr eigene Tonalität. Und die dachten sich, fuck it, bitte seid ein bisschen mehr wie Marvel. Und genauso fühlt sich das an. Das fühlt sich nicht an wie eine eigenständige Vision. Das fühlt sich an wie der krampfhafte Versuch, Marvel zu kopieren. Und das von dem Typen, der uns die Avengers gegeben hat, der aber last minute diesen Film so ein bisschen umschreiben musste, kürzen musste und da ein paar Witze reingibt. Es fühlt sich einfach kacke an. Genauso fühlt sich das an. Und Steppenwolf? Wow! Also, ich finde, es ist schon Contender, eventuell für den schlechtesten Bad Guy, den ich je in einem Superheldenfilm gesehen habe. Und es liegt nicht nur daran, dass er aussieht wie ein beschissener PlayStation-Charakter, es liegt auch daran, dass er keine Motivation... Mother! Oh, Mother! Hatte der einen Oedipus-Komplex? Ich war mir da nicht ganz sicher. Also, es war schon... Dieser Film, ne, also... Der ist nicht gut. Ich probiere mal zu sagen, das ist nur meine Meinung. Bei Justice League will ich wirklich sagen, das ist objektive Scheiße. Aber ja, gut, das ist erneut meine Meinung, aber verdient das 16. Platz. Heroes don't kill people. Well, I do. Wir kommen zu Platz 15. Jetzt haben wir einen Film, der es letztes Jahr auf meine Flop 10 geschafft hat. Das ist so witzig. The Rock hat so geflext und gesagt, Black Adam wird der Shit. Black Adam wird der Film sein, der die Balance des DCEUs verändern wird.
und das Box Office hat ihm ins Gesicht geguckt und Folgendes gesagt. Oh, I don't think so. Ganz genau, der Film ist hart gefloppt und ich verstehe auch warum, denn das war wirklich Grütze. Das war Grütze, der Film. Ich so, was? Was ist das für ein Dreck? Also erstens, das ist die Einführung von Black Adam. Und Black Adam ist ein Bad Guy. Aber das ist er hier nicht wirklich. Es ist der gleiche The Rock-Charakter, den The Rock in jedem Film spielt. Das Einzige ist, er guckt ein bisschen stoischer. Man spielt Painted Black. Ich kann diesen Song nicht mehr hören. Ich liebe die Stones, ich liebe Painted Black, aber dieser Song darf jetzt locker 10 Jahre nicht mehr in Film zu hören sein, weil ich kann es nicht mehr ertragen. Dieser Film, dieser Song, immer wenn ich den in einem Film höre, verliert der Film automatisch seine Identität. Das CGI war zum Kotzen. Die Tatsache, dass wir 50.000 Figuren in einen Film werfen und ich keine Ahnung habe, wer das ist, wer das ist, wer das ist. Ich so, warum? Dann unterbrechen wir den Film, um noch mehr irgendwie Anspielungen auf andere DC-Projekte zu haben. Ich so, oh Gott, das ist ja alles, was Leute hassen an Comicfilmen. Nein, es geht noch weiter. Wir haben diese hirnlose, austauschbare Rotz-CGI-Armee am Ende mit irgendeinem Teufel und ich, bin ich high? Oder was passiert hier gerade? Was passiert hier gerade? Warum? Warum? Und ja, The Rock hat nicht mal eine Entwicklung. Also ich sag auch The Rock, weil ich glaube, das war nicht Black Adam. Das war einfach nur The Rock. Ich weiß noch, dass es einen Jungen gab mit einem Skateboard. Weil die 90er Jahre haben angerufen und sie wollten zurück in diesen Film. Ja, das einzig Coole am Film war eine Post-Credit-Szene, in der alle applaudiert haben, wow, Henry Cavill ist zurück als Superman, what the fuck, er wurde gefeuert, er ist auch nicht mehr am Start. Ja, das heißt, das einzig Gute wurde gefühlt 2 Wochen später wieder für nichtig erklärt und deswegen, was haben wir dann übrig? So ein Klumpen Kacke. Und das war Black Adam, sorry, das war nichts, verdienter 15. Platz. Mr. Reyes. You finished scraping the gum off that lounger or what? Wir kommen zu Platz 14, das ist ein Film, den ich vergessen habe. Ohne Witz, ich habe diese Liste gemacht und ich so, oh, es gibt ja einen Film, den gab's, der ist passiert. Ich weiß, niemand hat ihn geguckt und ich verstehe auch warum, aber Blue Beetle ist passiert, den habe ich mir nicht eingebildet. Ja, Blue Beetle, letztes Jahr ins Kino gekommen. Das ist Superhelden-Fatigue. Der Film. Ihr werdet es gleich sehen, das werdet ihr, glaube ich, häufiger hören. Das ist so eine Argumentation, die ich habe von den späteren DCEU-Filmen, die so für mich das beschreiben, was Superheldenmüdigkeit ist. Und zwar überhaupt keine Kreativität mehr, nur noch das Gleiche, alle Klischees, die man kennt. Aber das waren zumindest immer zweite Teile von irgendwelchen Charakteren, die cool etabliert wurden, mit einem coolen Konzept. Blue Beetle war in seinem ersten Film schon ein ausgelutschtes Konzept. Wirklich. Zusammengeklaut von Venom, Iron Man und anderem Zeugs. Und einem Humor, der nicht gezogen hat, diese Familie ging mir so krass auf die Nerven. Diese Oma mit der Wumme, was war das denn? Was war das denn? Ich weiß, ich mag den Hauptdarsteller, aber ich mag ihn mehr als Miguel in Cobra Kai. Und der ist sympathisch. Die Effekte variieren von gut zu scheiße und die Tatsache, dass ich diesen Film vergessen habe, das kann ich wirklich über keinen anderen Film auf dieser Liste sagen, sorgt dafür, dass er auf dem 14. Platz landet. Ja, er ist jetzt nicht so ein Frontalangriff auf meinen Geschmack wie Justice League oder Black Adam, aber gut ist er immer noch nicht. Nee, er ist sogar ziemlich schlecht, deswegen Platz 14, Blue Beetle. Oh yeah, I finally got a job. I'm the King of Atlantis. Hier kommt Platz 13 und das ist der aktuelle Film des DCEUs. Aquaman und der letzte Furz von DC. Ich werde diesen Film nie anders nennen, oder? Wie heißt der? Aquaman and the Last Kingdom? Ich denke mir, wenn das euer letzter Film ist und ihr wisst, dass das euer letzter Film ist, dann geht doch zumindest raus mit einem Knall. Macht doch mal was richtig Geiles. Jetzt ist es ja eh egal. Also sollte ich mein letztes Movie-Pilot-Video aufnehmen,
Ich glaube, ich werde mir noch mal richtig Mühe geben, weil so will ich mich ja verabschieden. Ich werde nicht irgendwie vor eine Kamera springen nach dem Motto, ich habe eh keinen Bock mehr. Und so fühlt sich das an. Niemand schien irgendwie mehr Bock zu haben. Und das merkt ein Zuschauer. Zuschauer sind gar nicht so blöd, wie Hollywood häufig glaubt. Aber ja, ich habe mich beleidigt gefühlt, dafür Geld ausgegeben zu haben und damit in die Statistik zu gehören, die diesem Film Geld gegeben haben, weil der so lieblos war. Born to be Wild darf ebenfalls nicht mehr in Filmen gespielt werden. Ich kann es nicht mehr hören. Genau das gleiche gilt für Spirit in the Sky. Beide Songs kommen hier vor. Jason Momoa hat man einfach gesagt, hey, Jason Momoa, hast du Bock einfach Jason Momoa zu sein? Und er, permission to come aboard. Ja, es ist, ja, okay. Jason Momoa hat halt Spaß als Jason Momoa. Man merkt so krass, dass Amber Heard aus dem Film rausgeschrieben wurde. Das merkt man. Und ich finde, das hätte man eleganter lösen können als, oh, sie ist mal kurz im Hintergrund. Oh, sie ist am Ende und sagt Hallo. Und diese ganze Orm-Arthur-Dynamik, das ist so geklaut von Marvel. Ich so, was macht ihr denn hier? Ist das alles, was ihr könnt? Nur noch von Marvel klauen und Thor 2? Ihr wollt Thor 2 klauen? Ja, als wäre es nicht genug. Gibt's den ganzen anderen Scheiß, den ich bei den anderen Filmen schon genannt habe. Hirnlose Armee zum Schluss, check. Irgend so ein dummes CGI-Monster, check. Und wer ist ausgecheckt? Der Typ hier, mental. Nee, so beendet man kein Franchise. Das war der X-Men Dark Phoenix für das DCEU. Braucht kein Mensch. Verdienter 13. Platz. I'm an idiot. Hier kommt zu Platz 12 und ja, es geht lustlos weiter, weil dieser Film lustlos war. Da ging's los. Das war das erste Mal im Kino, dass ich aktiv diese Superhelden-Fatigue gespürt habe. Shazam, Fury of the Gods. Was schade ist, weil der erste war frisch, der erste war cool. Ich war für den ersten sogar in London, hab ihn bei einer PV gesehen, hab Zachary Levi getroffen und ich, geil, das ist so diese Energie, die dieses Franchise und dieses Genre braucht. Ich so, yeah, was machen wir in Teil 2? Das Gleiche, was jeder macht. Fairness halber, der Film macht ja eigentlich gar nicht so viel falsch, okay? Aber er macht nicht so viel falsch, wenn er vor 15 Jahren in die Kinos gekommen wäre. Denn mittlerweile, ich ertrage das alles nicht mehr. Ich ertrage diese hirnlosen Armeen am Ende, die irgendwie egal sind, nicht mehr. Ich ertrage diese uninteressanten Bad Guys nicht mehr. Ich interessiere mich für all das nicht mehr, weil ich habe es einfach schon 40.000 Mal gesehen. Der einzige Grund, warum dieser Film nicht so weit auf der Liste ist wie die anderen, ist, weil Zachary Levi so ein Charisma hat, dass man sich da bei ein paar Momenten schon sagt, ha, das ist nett. Und ich mag auch diese ganze Bruderdynamik, obwohl die beiden zu trennen war auch so eine dumme Entscheidung, weil das war so das Herzstück von Teil 1. In Teil 2 sagt man, nee, Leute mögen Comicfilme wegen Boom und Boom und Boom. Ich so, ah, wirklich? Tun sie das? Der Film hat kein Geld gemacht, deswegen vielleicht mögen sie doch ein bisschen mehr erneut. Unterschätzt doch nicht die Intelligenz der Zuschauer. So, ja, Shazam 2 verdient der 12. Platz. Ja, forget this time. And for the first time in a long time, I'm all on my lonesome. Wir kommen zu Platz 11 und ich sag's, wie es ist. Als ich diese Liste gemacht habe, konnte ich nicht fassen, dass Birds of Prey so weit oben ist. Ich dachte, er wird so weit tiefer sein, aber anscheinend ist das DCU noch krasser gesunken in der Qualität, weil Birds of Prey, als er damals rauskam, war er für mich der schwächste DCU-Film, weil er so hart preachy war. Ich verstehe, dass viele Leute progressive Messages in Filmen haben. Was ich nicht verstehe, ist, dass eine Message ein Ersatz ist für eine Handlung. Und das war der Film. Und das sogar auf Kosten von einer der beliebtesten DC-Figuren ever, Harley Quinn. Harley Quinn habe ich nicht mehr on screen gesehen. Die war irgendwie so ein Jack Sparrow-Abklatsch und Deadpool-Abklatsch. Und das fand ich scheiße. Was der Film aber hat, ist zumindest eine eigene Handschrift, ziemlich gut choreografierte Action, aber sehr viele Charaktere, die mir nicht egaler sein könnten, was schade ist, weil sie von guten Schauspielerinnen gespielt werden. Hier, Mary Elizabeth Winstead ist am Start. Sie spielt... Fuck, ich habe keine Ahnung, wie ihr Charakter hieß.
nicht Robin Hood, nicht Green Arrow. Einigen wir uns darauf, das war sie. Ja, und das finde ich halt schade, weil Harley Quinn funktioniert immer ganz gut und Margot Robbie ist super als der Charakter, aber wenn man den so komisch zerschreibt und wenn man dann einfach nur ein bisschen rumpreachy ist und auch die Witze nicht landen, dann fühlt sich das alles unangenehm im Kino an. Da sitzt man da so, oh, das ist wie bei einer Stand-Up-Show, wo nichts landet. Ich glaube, ich sollte kurz aufs Klo gehen und dann zurückgehen, gucken, ob sich die Lage ein bisschen verbessert hat, weil es ist unangenehm für mich zuzugucken. So war der Film. Und trotzdem war er besser als alles, was ich bis dato genannt habe. Deswegen, hey, 11. Platz by default. Barbara, my life hasn't been what you probably think it has. Wir kommen zu Platz 10, ein weiteres Sequel, das nicht annähernd so gut ist wie der erste Teil. Wonder Woman 1984. Okay, sprechen wir erst über alles, was kacke ist, weil... Okay, der erste Film, das war wirklich ein inspirierender, cooler, aber auch seriöser Superheldenfilm. Und der zweite hat gesagt, wir machen nichts davon. Einfach nichts davon. Es ist so cheesy, es ist so unfassbar cheesy, dass ich mir dachte, ist das so... Soll das eine Fortsetzung sein zum ersten Teil? Ich sehe Diana. Das war's. Und ja, der ATST war ein bisschen ausgelöst. Pedro Pascal. Was? Was haben sie ihm für Regieanweisungen gegeben? Sei so, als hättest du irgendwie... Als hätt's bei dir geschneit. Die ganze Zeit. Und dieser Plot? Da gibt's einen Wunschstein und er wünscht sich, ein Wunschstein zu sein. Ich dachte wirklich, er verwandelt sich in Stein. Das hätte ich lustig gefunden. Auch der Score, dass der zusammengeklaut ist aus Batman wie Superman und Sunshine. Ich so, oh, das ist aber faul. Das ist wirklich faul. Und ja, Diana wünscht sich ihren Lover zurück, der den Körper eines unschuldigen Mannes besetzt. Und die beiden tun es miteinander. Aber sie ist eine Heldin. Merkst du selbst, ne? Okay, nachdem ich all das gesagt habe, Chris Pine und Gal Gadot haben eine wundervolle Chemie, muss man sagen. Gal Gadot ist so fucking charismatisch als Diana Prince. Und wenn man wirklich das Hirn ausschaltet und sich so ein bisschen in diese süße Romanze verliert, ja, dann auf einer sehr kitschigen Ebene funktioniert das. Also... Das ist so ein Film, ich verstehe, wenn Leute sagen, das ist ein Guilty Pleasure. Immerhin ist der Plot auch ein bisschen Batman Forever. Alles, was sie hier mit Cheetah machen, ist 1:1 geklaut, das Batman Forever mit dem Riddler. Aber ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass ich den einen Totalausfall fand. Irgendwo unter all diesem schlechten Zeugs hat der Film Herz. Und das Herz trägt er irgendwo auf der Hand und deswegen... hatte ich auch ein kleines Herz dafür. Es ist ein schlechter Film, aber es ist ein Guilty Pleasure. Und deswegen verdienter 10. Platz. So that's it. What, we some kind of Suicide Squad? Und wenn wir schon über Guilty Pleasures sprechen, Suicide Squad, der Originale, ja, das ist der Inbegriff eines Guilty Pleasures oder schlechten Film. Also, das ist sowas, so richtig gut ist er einfach nicht. Ich meine, er wurde komplett zerschnitten vom Studio, weil irgendwie DC ab einem gewissen Punkt gesagt hat, wir müssen lustiger sein, wir müssen wie Marvel sein und jetzt zerschneiden wir einfach den Film von David Ayer und was wir haben, ja, ist richtig hirnlos. Muss man sagen, ist richtig hirnlos. Aber ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass nicht ein paar Figuren Spaß gemacht haben. Harley Quinn, das war ihr erster Live-Action-Auftritt und Margot Robbie war wundervoll. Will Smith als Deadshot, der war richtig super und es war cool, Will Smith mal wieder als Leading Man zu sehen in einem Blockbuster, weil er war mal der King der Blockbuster. Und Jai Courtney in der Rolle, in der er nicht scheiße war? Wow, das geht. Er hat Charisma? Wo war das? Wo war das bei Stirb langsam 5? Wo war das bei Terminator Genisys? Und das Outfit von Killer Croc fand ich auch cool. Der Joker? Ja, okay, das war der schlechteste Joker aller Zeiten. Und ihr wisst, wann immer ich Jared Leto erwähne als Joker, kommt... Zum Honka Honka! Ganz genau. Wieso hat der Damage tätowiert auf der Stirn? Ist das etwas, was der Joker machen würde? Der sich Damaged hierhin tätowieren würde, um der Welt zu zeigen, ja, ich hab einen Schaden... Und ja, dieser Skybeam am Ende und diese komische Hexe, die den hier macht, das war schon scheiße.
Ja, alles in allem, man merkt, das ist so ein Film, der komplett zerschnitten wurde. Aber ich würde lügen, wenn ich nicht sagen würde, dass er mir so viele herrliche Memes gegeben hat, wie Honka Honka und wie Rick Flag, der mir den kompletten Film erklärt. Rick Flag, wer ist das nochmal? This is Katana! Was kann sie nochmal? She can cut all you in half with one sword stroke, just like mowing the lawn. Sehr cool, danke! Und so ist der ganze Film. Ja, aber irgendwo macht diese Ragtag-Group Spaß auf einem hirnlosen Level. Deswegen erneut Guilty Pleasure. Bruce, I can fix things. You can also destroy everything. Wir kommen zu Platz 8 und jetzt geht's langsam nach oben. Wir sind bei The Flash angekommen. Letztes Jahr war es soweit. Und ich so, kann The Flash erst recht diese Interpretation Ezra Miller einen eigenen Film tragen? Ja? Also, krass, da war ich echt positiv überrascht. Jetzt kriegt diese ganze Geschichte mit seiner Mutter, hat mich getroffen. Dass es zwei Barry Allens gab und einer noch nerviger war als der andere. Ich so, mal gucken. Aber ich muss sagen, was ziemlich gut funktioniert hat, war Michael Keatons Rückkehr als Batman. War das ein Bait? Absolut, weil alle machen jetzt Multiverse. Ist Multiverse nicht cool? Aber ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass es nicht funktioniert hat und Michael Keaton die Rolle nicht immer noch rocken würde. Es war auch ganz nett, Zod wiederzusehen, obwohl er nicht wirklich viel tut. Und Kara. Als ich die Set-Fotos gesehen habe von der neuen Kara, vom neuen Supergirl, dachte ich mir, die sieht ja gar nicht aus wie Supergirl. Ich glaube, die wird überhaupt nicht für mich funktionieren. Sie war ein Scene-Stealer, deswegen auch hier Applaus. Warum ist der Film so weit unten? Na, ist schwierig. Obwohl ich die Handlung sogar mochte und die Cameos und sogar den Gag am Ende mit George Clooney. Das ist einer der hässlichsten DC-Filme, muss ich leider sagen. CGI war selten so schlecht. Das ist jetzt keine Justice League-Katastrophe, aber viel besser ist es auch nicht. Ja, alles in allem ist es trotzdem ein netter, unterhaltsamer Film und es war cool, zumindest in der Eröffnungsszene, einmal so richtig die Justice League in Action zu sehen, ja, ohne Henry Cavill, aber Batman nochmal zu sehen, Ben Affleck, auch seinen letzten Batman-Film, Gal Gadot noch einmal zu haben als Wonder Woman, war auch cool. Und ich habe diese Barry Allen-Familiendynamik wirklich gefühlt. Und deswegen, im Vergleich zu all den anderen Filmen, dachte ich mir, okay, hier tut der Film was mit mir. Und deswegen ist es der erste positive Film auf der Liste. Kommt zu Platz 7 und hier haben wir einen Film, den ich beim ersten Mal überhaupt nicht mochte, ein zweites Mal geguckt habe und dachte, hey, Eve, sei mal nicht so gemein. Der macht Spaß. Und das ist Aquaman von James Wan. Und der erste Aquaman, ich sag's wie es ist, er ist der Wahnsinn. Also ich mein's wirklich, der ist verrückt. Aber das mag ich an dem Film. Er ist so crazy, er ist so aufgeblasen, er ist so bunt. Atlantis ist pff. Aber ist geil. Das ist wirklich geil, weil man hat sich einfach gesagt, fuck it, wir gehen all in, wir machen alles. Wie cheesy sollen wir sein? Ja! Orm schreit rum und sagt, ich bin der Ocean Master. Ich mag diese 180-Grad-Shots jedes Mal, wenn die da die Action haben. Black Mantas Outfit war akkurat und cool. Sie haben es geschafft, Aquaman cool zu machen. Das muss man erstmal schaffen. Aquaman, der Gag von allen Leuten da draußen. Und dass Jason Momoa zum Schluss sogar dieses Outfit rockt, diese grünen Hosen und das Goldene. Ich könnte das nicht rocken. André, wir beide könnten dieses Outfit nicht cool machen, sag ich dir. Aber wenn er da seinen ersten Auftritt hat mit, ich muss es nochmal machen. Permission to come board. Ich so, ja, der ist schon cool. Also, muss man einfach sagen, der Film ist bunt und der ist das, woran ich denke, wenn Leute sagen, spaßiger, dummer Blockbuster. Und das ist er. Es ist ein spaßiger, dummer Blockbuster, der aber so viel Spaß macht in fast jeder Szene und man ganz genau weiß, welchen Film man da gerade guckt. Das ist ein modernes Märchen. Bisschen blöd, sehr viel Herz, sehr viel Humor und spektakuläre Bilder. Das ist so ein Film, wo ich das CGI nicht bashe. Das sieht wirklich wundervoll aus. Und deswegen, ich bin gerne eingetaucht in Atlantis. Deswegen musste der Film so weit oben auf der Liste stehen. I know we're all thinking the same thing right now. Who's gonna say it? I'm not gonna say it. Wir kommen zu Platz 6 und das ist Zack Snyders echte Vision von der Justice League. Und ich so, wow, Platz 16 ist Justice League. Platz 6 ist nochmal Justice League, aber die richtige Version. Wow, was für ein Unterschied. Was für ein Unterschied. Ist ein Epos. Ich so, oh, das sind die richtigen Figuren. Die haben Charaktereigenschaften. Die sind nicht nur da wegen Piu-Piu. Und der Look ist besser.
Krass. Gefällt mir. Gefällt mir richtig gut. Das ist diese Zack Snyder-Vision. Das vermisse ich auch ein bisschen. Weil Zack Snyder, man kann über ihn sagen, was man will. Und ich fand Rebel Moon auch beschissen. Aber dieser Film war im Grunde genommen das Ende der Trilogie, die begonnen hatte mit Man of Steel. Und das gab einen sehr einheitlichen Ton. Ich mochte die Tatsache, dass wir noch mehr diesen Ben Affleck, Bruce Wayne hatten, von dem ich ein Riesenfan war. Ich mochte eh die frühere Idee von Wonder Woman, eine richtige amazonische Kriegerin, die sie hier war. Es war super. Ich mochte die Tatsache, dass Cyborg das Herzstück des Films war. Und Superman, dass wir richtig coole Superman-Sequenzen hatten, hat mir richtig gut gefallen. Der Film war aufgeblasen. Meine Güte, wir haben sogar einen ersten Blick gehabt auf den Martian Manhunter. Ich bin sehr traurig, dass der jetzt auch weg ist, weil hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Und Darkseid anzuteasern und diese alternative Vision von den möglichen Verläufen der Zeit, fand ich auch geil. Selbst Jared Letos Joker in dieser kurzen Sequenz war besser als seine gesamte Performance in Suicide Squad. Ich so, wow, krass. Alles in allem, das ist so ein Film, da muss man sich Zeit nehmen, da muss man im Mindset sein. Aber die haben selbst Steppenwolf besser gemacht. Gut, das ist nicht schwer. Ich meine, ich habe schon Exkremente gesehen, die besser waren als das im ersten Justice League. Aber nichtsdestotrotz, dieser Steppenwolf, der war eine Bedrohung und der sah auch vom Design viel cooler aus. Deswegen, Zack Snyder's Justice League gibt uns zumindest das Gefühl, ah, ihr hattet wirklich eine Idee. Ihr hattet wirklich eine Vision. Krass. Wie krass kann ein Studio sowas zerstückeln? Unfassbar. Aber ja, wir haben den Film bekommen und ich bin dankbar dafür, dass es ihn gibt. Look, Freddy, I swear, it's me, okay? Look, I know we're not really close friends or anything, but you're the only person that I know that knows anything about this Cape Crusader stuff. It's Batman. What? Wir kommen zu Platz 5 und erneut, als dieser Film rauskam, der war frisch. Ich so, oh, das ist so ein bisschen der Film mit Tom Hanks, Big, gemixt mit Superman, das ist Shazam. Shazam, ein Kind, das ein Superheld wird, jedes Mal, wenn es Shazam sagt. Billy Batson, ich habe es geliebt. Ich habe es geliebt. Das war ein Film, der wirklich erneut sein Herz auf der Hand hatte. Und ich muss sagen, das einzig nicht so Gute am Film war, dass sich diese Superhelden-Action zum Schluss, wenn diese Dämonen und so weiter kommen, da zieht sich das so ein bisschen. Das ist ja häufig der dritte Akt in den Superheldenfilmen, wo man so ein bisschen die Schnauze voll hat. Aber die Dynamik, das Herz, die Idee, dass da so ein Kind von seiner Mutter verlassen wurde, bei einer neuen Familie ankommen muss. Und das ist ein Familienfilm. Das fand ich wunderschön. Und ich fand die Idee halt cool, dass wir mal ein Kind haben, das jetzt Superkräfte hat. Und wie geht ein Kind damit um? Ja, genau so, wie es nun mal Billy Batson tut. Ich mochte sogar Dr. Savannah als Bad Guy. Mark Strong hatte richtig viel Spaß mit der Rolle. Alles in allem, das ist so ein Film, den kann man wirklich so um die Weihnachtszeit mit der ganzen Familie gucken. Und ich glaube, da ist für jeden was dabei. Und es würde mich nicht mal wundern, wenn da ein paar Familienmitglieder gerührt werden und eventuell ein, zwei Tränen gießen. Und genau das ist diese Art von Film, die es viel zu selten gibt. Und Zachary Levi, ey, der war eine Wucht. Der war eine Wucht als Billy Batson. Als Shazam, a.k.a. der originale Captain Marvel. Ja, der Film gefällt mir immer noch echt gut, selbst wenn ich dem Sequel wirklich nicht viel abgewinnen kann. Tell me. Do you bleed? Kommt zu Platz 4 und jetzt sind wir bei Batman v Superman Dawn of Justice. Das ist tatsächlich wieder so ein Film, der mit der Zeit besser wurde. Das ist wie so ein guter Wein. Je mehr Zeit vergeht, desto besser ist er. Als ich ihn geguckt habe, dachte ich mir, dieser Film ist alles, also irgendwie alles drin. Aber ich habe den ja mittlerweile schon mehrfach im Ultimate Cut gesehen und ich mag es, dass dieser Film eigentlich die Antithese ist zu Marvel. Er nimmt sich sehr ernst. Es gibt tatsächlich Konsequenzen zu diesem Massaker da in Man of Steel, wo einfach Zod und Kal-El alles kaputt gemacht haben. Ich liebe, und ich muss wirklich sagen, liebe Ben Afflecks Bruce Wayne aka Batman. Es ist auch mein Lieblings-Batman-Anzug und die Tatsache, dass er hier ein bisschen crazy ist und dass er hier auch wirklich bereit ist, Leute umzubringen. Leute sagen, Batman tötet nicht. Ich so, Michael Keaton sagt, hold my beer, aber egal.
Es gibt einen Grund dafür, warum er tötet. Das macht er ja am Ende des Films nicht mehr. Das ist seine Charakterentwicklung. Und deswegen ergibt es schon Sinn für mich. Ich war wirklich hin und weg von der Action. Ich fand auch den Kampf zwischen Batman und Superman ziemlich cool. Wonder Woman hat eine großartige Einführung. Ja, diese ganze Doomsday-Kacke zum Schluss braucht kein Mensch. Und auch dieser Lex Luthor, der hat für mich einfach nicht gezogen. Das war für mich einfach nur so ein Nerd, so ein Internet-Nerd. Ich so, das ist für mich nicht wirklich Lex. Bester Lex Luthor bleibt für mich der aus Smallville, aber ich mochte die Musik, ich mochte die epischen Bilder. Das ist auch so ein Film, der wirklich gut mit CG umgehen kann, wo man wirklich das Gefühl hat, man sieht gerade einen Comic, der lebendig wird. So ein bisschen wie bei 300. Nicht ganz so geil, aber schon ähnlich. Das erinnert an diese früheren Snyder-Filme, sowas wie Watchmen. Und ich habe mich darin verliebt und manchmal nehme ich mir wirklich so einen Tag und sage, ich gucke jetzt den Ultimate Cut von Batman wie Superman, weil er mich umhaut. Das ist halt so eine richtige Wucht und genau das will ich auch sehen bei DC. DC muss sich anders anfühlen als Marvel und das tut dieser Film, ist was sehr Eigenes, hat zwei Ikonen. Bruce Wayne, Clark Kent. Und ich finde, er wird den beiden Figuren auch ziemlich gerecht. Dass es dann auch so einen coolen Bonus gibt wie Wonder Woman, geil. Deswegen, ich habe ein Herz für den Film. What's the S stand for? It's not an S. Kommt zu Platz 3, ist der Film, der alles losgetreten hat. Das ist tatsächlich, ist er es? Wahrscheinlich ist es mein Superman. Ich sag's, wie es ist. Ja, Christopher Reeve, Wahnsinn. Ich mochte auch Dean Cain. Ich mochte sogar Tom Welling. Mit Brandon Routh bin ich nie warm geworden. Aber als ich Henry Cavill on screen gesehen habe, als Superman, war ich begeistert. Ich so, das ist eine neue, frische, coole Interpretation von Superman. Das war noch so ein Moment, wo Zack Snyder auch bildgewaltige Filme gemacht hat. Ich mochte seine Vision von Krypton und Russell Crowe als Jor-El. Das hat funktioniert. Und Kal-El, a.k.a. Clark Kent, hatte so einen wunderschönen Arc. Man merkt, es ist so ein richtig guter Kerl, der groß geworden ist auf der Kent Farm und erzogen wurde zu einem anständigen Buben und deswegen will er das Richtige tun und gleichzeitig will er seine Identität so ein bisschen erforschen. Wer bin ich überhaupt und was ist das, dieses ganze Krypton und so weiter? Das fand ich mega faszinierend. Ich fand den Tod von Jonathan Kent ein bisschen doof, dass das ein Wirbelsturm ist, das etwas, was Clark hätte stoppen können. Ich fand es immer so simpel und deswegen tragischer, dass er in den Comics und in anderen Versionen an einem Herzinfarkt gestorben ist, weil Gott selbst, Superman, kann das nicht stoppen. Und das ist traurig. Das ist traurig. Hier hätte er stoppen können. Nur er hat seinem Vater was versprochen, deswegen hat er es nicht gemacht. Zod hat für mich ziemlich gut funktioniert, aber diese Zerstörungsorgie am Ende geht mir immer ein bisschen zu lang. Also anfangs ist es ein Spektakel, man guckt sich's an und im Gegensatz zum MCU, wo immer alles explodiert, aber die sagen, yeah, wir sind Rockstars, guck mal, links und rechts sterben Leute, scheißegal, hat man hier das Gefühl, nee, man ist wirklich mit der Kamera drauf auf den normalen Menschen. Die sterben, wenn sich zwei Götter prügeln und ich, Respekt, wirklich Respekt, aber es geht ein bisschen zu lang und irgendwann ist man dann mental ausgecheckt nach der 38.000. Explosion. Nichtsdestotrotz, das war ein frischer Superman. Ich bin immer auch der Meinung, wer jetzt immer der nächste Superman wird, wird es nicht leicht haben, weil Henry Cavill hat es geschafft, dass die Fans der Comics und die Blockbuster-Fans ihn so annehmen als Superman, als diese ikonische Rolle. Und dass man ihm nie einen zweiten Teil gegeben hat, halte ich für eine richtige Sünde. Dass man ihn verabschiedet hat, halte ich für eine Sünde. Ich fand ihn wirklich phänomenal. Und ja, ich habe es fast nicht erwähnt, aber seine Chemie zu Lois Lane hat gut funktioniert. Amy Adams hat richtig gut funktioniert als Lois. Und deswegen, ja, für mich verdienter dritter Platz. Why are they holding hands? Probably because they're together. Wir kommen zu Platz 2, das war die größte Überraschung. Es war der erste Wonder Woman Film, weil Wonder Woman hatte nicht so eine Kinokarriere. Sie hatte die Serie in den, was war das, 70er? Wonder Woman, Wonder Woman. Ja, kennt ihr die noch mit Linda Carter? Kennt ihr die? Nein? Ich kenne sie. Und sie hat einen Neuanstrich bekommen und Gal Gadot wurde gecastet. Als es bekannt gegeben wurde, ich so, das Model aus Fast and the Furious,
wird Wonder Woman? Ich weiß nicht. Und dann hatte sie diesen Badass-Auftritt in Batman wie Superman. Ich so, wow, cool, aber kann sie einen eigenen Film tragen? Wonder Woman kommt in die Kinos und rockt es. Dieser Film ist erstens wundervoll, wundervoll anzusehen. Also die Set-Pieces sind grandios. Die Action macht Spaß. Aber das ist ein Oldschool-Superheldenfilm, richtig Oldschool. Was ich damit meine ist, sie ist eine klassische Heldin, die an das Gute glaubt und für das Gute kämpft. Ihr musste nicht mal irgendeine Tragödie geschehen, damit sie das macht. Und dazu haben wir da diese wundervolle Kennenlernen, Fish Out of Water / Romanze-Geschichte zwischen ihr und Chris Pine. Ja, der auch der Wahnsinn ist als Steve Trevor, hat mir richtig gut gefallen. Der Film macht nur eine Sache falsch und das ist das Ende, wenn zum Schluss wieder generischer Bad Guy schreit und bum bum, es braucht kein Mensch. Aber dafür hat er so viele inspirierende Momente, wie zum Beispiel diese No Man's Land Szene, wenn sie da in Slow-Mo hochläuft und die anderen Soldaten inspiriert, in die Schlacht zu ziehen. Richtig gut. Also Wonder Woman ist fett und ich mag auch den Score, die Musik, die man schon gehört hat in Batman wie Superman. Ey, ich glaube von allen neuen modernen Superheldenfiguren ist Wonder Womans Musik die am meisten im Kopf geblieben ist. Im Gesamten dieses Gitarrenriff ist schon der Wahnsinn, ist richtig Metal. Passt Metal zu Wonder Woman? Jetzt ja. Für mich verdient er zweiter Platz. Starfish is a slang term for a butthole. Think there's any connection? No. Und wir kommen zu Platz 1. Ihr wisst es vielleicht, ich bin James Gunn-Fan. Was er bei Marvel geschafft hat mit den Guardians of the Galaxy, ist der Wahnsinn. Selbst André findet's geil. Guardians of the Galaxy? Ja. André, ich sag dir, du würdest diesen Film noch mehr feiern. Das ist James Gunn par excellence. Er hat gesagt, ich liebe es, unbekannte Charaktere zu nehmen, merkwürdige Figuren und damit einfach frei zu drehen, meine Interpretation draus zu machen. Und DC hat ihm diesmal einen Haufen Geld in die Hand gegeben und gesagt, tob dich aus, du darfst R-rated sein, es darf blutig sein, es darf politisch unkorrekt sein, es darf High Budget sein und es ist sein größter Film bisher und ich konnte nicht fassen, wie geil der Film ist. Erstens, ja, er hat all das, was James Gunn ausmacht. Er ist verflucht lustig, er ist verflucht brutal, er hat richtig heftige, anstößige Sprüche, die einige Leute da draußen offenden könnten und das ist cool. Und er hat auch diese Musik, die einfach nur der Wahnsinn ist und er arbeitet ja eh ganz cool mit Musik. Das funktioniert alles. Aber darüber hinaus hat er noch so viel mehr. Erstens, das ist ein sauästhetischer Film. Es gibt so viele Momente, wo ich Comic Panels richtig sehe. Und die Figuren sind so viel dreidimensionaler, weil das kann James Gunn. Er gibt uns Figuren, die anfangs aussehen wie Lachnummern und wie hä? Also wie bei Guardians, Waschbär mit Knarre, was zur Hölle und auf einmal sind wir da richtig drin. Das macht er hier erneut mit Ratcatcher 2, mit Polka Dot Man. Ich bin Comicleser, ich kannte fast keine Figur, ich bin ganz ehrlich. Sylvester Stallone als King Shark ist wahrscheinlich die lustigste Figur des DCEUs und obwohl das schon der dritte Film war mit Harley Quinn, ist es ihr bester Auftritt. Sie ist so gut. Also Margot Robbie in diesem Film, ich habe das Gefühl, ich habe es ihr so gegönnt. Endlich spielt sie auch in einem wirklich Hammer-Film mit, in der Rolle, die sie ohnehin so gut spielen kann. Und Rick Flagg, der Typ, über den ich mich lustig gemacht habe, der immer alles nur erklärt, kriegt ein tragisches Ende und man leidet, wenn er stirbt. Ich so, wow, das war ein Guys on a Mission Flick mit Idris Elba front und center, der auch absolut genial war als Bloodsport und Peacemaker. Die Arschloch-Version von Captain America, der dann sogar seine eigene Serie bekommen hat. Ja, ja und nochmals ja. Ich habe diesen Film einfach nur gefeiert. Ich habe ihn mittlerweile schon mehrfach gesehen. Und es ist einer meiner Lieblings... Es ist ja nicht mal mehr ein Superheldenfilm. Es ist einer meiner Lieblings-Comic-Filme ever. Also den gucke ich wirklich krass häufig. Genieße es jedes Mal. Und das Intro allein. Ihr wisst ganz genau, wovon ich spreche. Wow. Wow. This Suicide Squad hat für mich dieses altwerdende, lahmwerdende Genre gerettet. Und einfach dafür Applaus. Und damit beende ich mein Ranking vom DCEU. Das waren 16 Filme. Jetzt frage ich euch, wie würdet ihr all diese Filme ranken? Schreibt es mir in die Kommentare. Ich freue mich auf euch. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut.